Hallo allerseits. Was macht man, wenn man wegen Corona nicht ins Büro gehen kann? Man bindet wenigstens im Weinberg Reben an, damit es im Herbst Wein gibt. Was hätte ich unter normalen Bedingungen zu Unwort des Jahres gesagt? Ich mache es jetzt hier kurz. Das eine ist, wir wollen gerne die Diskussion anregen. Wenn das Unwort gewählt wird, geht es nicht um Sprachzensur und um Korrektur, Verbot von Wörtern oder Einschränkung dessen, was man sagen darf, sondern es geht darum, Sprachkritik zu üben, sich anzugucken, wie öffentlich gesprochen wird und wann diskriminiert wird und diffamiert wird, um Positionen durchzubringen, wann Irreführung stattfindet oder sozusagen so euphemistisch gesprochen wird, dass sozusagen dass letztlich unklar ist, worum es eigentlich geht oder dass eben tatsächlich Dinge, die unliebsam sind, verschleiert werden. Wir haben dieses Jahr Klimahysterie gewählt aus allen Einsendungen. Wir hatten diesmal zum ersten Mal sehr, sehr viele Wörter aus dem Bereich Umweltschutz, Ökologie, Klima. Und wir haben wir haben Klimahysterie genommen, weil das einer der Ausdrücke ist, die zeigt, dass gegen alle Klimaschutzbemühungen immer wieder auch so diskutiert wird, dass das alles hysterisch sei, übertrieben und so weiter. Und ich sage auch gleich, selbst wenn Greta Thunberg gesagt hat, sie möchte gern, dass wir hysterisch und panisch werden, dann ist trotzdem eine politische Rede von Klimahysterie oder auch wenn industrielle Unternehmer von Klimahysterie sprechen, um alles, was in Richtung Klimaschutz läuft, zu diskreditieren, dann ist das eben trotzdem ein Unwort. Das Wichtigste ist, Unwörter werden erst durch Unwörter dadurch, dass man sie benutzt und wie man sie benutzt. Die Wörter an und für sich sind weder böse, noch sind es eben Unwörter, sondern es geht immer um den Kontext. Und deswegen ist eben Klimahysterie in bestimmten Zusammenhängen ein Unwort und vielleicht nicht immer und nicht immer zwingend. Ich freue mich, dass die Ausstellung trotzdem irgendwie stattfindet. Ich bin sehr gespannt auf all die Bilder. Und Grüße in die Runde und diesmal eben nur auf digitalem Weg. Dankeschön.